Hier möchte ich wieder euch ein neues Video zum berittpferten Monty zeigen, der am schweren Headshaking leidet. Wir haben hier an einer Triggerpunktmassage feststellen können, dass er bei gewissen Punkten in einen massiven Shaking-Schub kommt. Er spannt sich sofort an, er kommt in sein altes Muster und kommt fast nicht mehr aus dem Shaken heraus. Ihr seht hier, an gewissen Punkten kommt er total in eine Überspannung seines Halses, der Unterhals wird hart und er shakt wieder massiv. Mittlerweile konnten wir schon sehr viele Punkte so weit lösen, dass es nicht mehr zu einem Shaken führt, aber hier sind wir nun das Becken angegangen und haben uns gedacht, ah, das könnten wir für euch einmal filmen und euch einmal zeigen. Also ihr seht, gewisse Punkte, gewisse Reize im Becken führen zu so starken Schmerzen und Auslöser, dass es wieder in ein massives Headshaking kommt bei diesem Pferd. Sie brennt voll aus da hinten. Das ist wieder die ganze Haut. Das ist so. Das ist so. Bum, 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 bum. Und da muss man leider Gottes da, ja, das aushalten auch selber. Mhm. Das tut dann mir auch ehrlich gesagt weh, das zu sehen. Ja, das ist bei mir auch zart. Aber da muss ich wirklich runterkommen und sagen, ja, ich helfe ihm gerade. Bis es ein bisschen weniger vibriert, dann lasse ich eh los. Aber es ist krass, also man kann es bewusst sogar aus. Man kann es bewusst sogar quasi auslösen. Und dann bleibt er in seinem Schub, dann kommt er nicht mehr raus. Also er kommt nachher schon wieder raus, man kann ihn wieder rausführen, aber jetzt Triggerpunktmassage tut scheiß weh. Ich hau's meinen Osteopathen dafür, wenn er es macht. Aber ich liebe ihn danach, weil danach wieder ist besser. Danke, danke. Okay, dann erkläre ich euch was dazu. Der Monty hat jetzt gerade einen ganz extrem starken Headshaking-Schub, nenne ich das immer ganz gern gehabt, weil wir Triggerpunktmassage gemacht haben, das teilweise sehr stark das Headshaking triggern kann. Und was ihn aber wieder rausholt aus dem Ganzen, ist halt wieder in ein Muster kommen, das er schon kennt, etwas, was er gut kann. Also dieses Dehnen, was wir jetzt machen, hat ihn am Anfang auch wahnsinnig stark shaken lassen, weil er sich wahnsinnig schwer getan hat bei der Dehnung. Das haben wir jetzt aber schon so weit, dass er sagt, die Dehnübung macht mir Spaß, da shake ich nicht mehr, weil es mir tut es auch nicht mehr weh. Das ist so wie Yoga. Yoga ist immer die ersten 3 Wochen scheiße. Und wenn man es dann macht, ist Yoga wieder cool. Dann macht man es eigentlich voll gern, das Entspannung. Und das ist sein Yoga jetzt quasi. Das ist sein Headshaking-Yoga. Und damit kriege ich ihn wieder aus diesem extremen Schub heraus, weil er dann sagt, okay, das kenne ich. Da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich sicher, das ist mein sicherer Hafen. Das heißt, ich versuche nach einem Headshaken, nach einem starken Schub, wie wir gerade gehabt haben, ein Pferd wieder in etwas reinzubringen, was er gut kann und was er gut kennt. Dass er jetzt nicht perfekt stehen bleibt, dass er nicht perfekt dehnt, scheißegal. Ja? Bei ihm geht es nur darum, dass er jetzt rauskommt aus dem Muster. Alles andere ist wurscht. Ja? Also Dinge klauen, die nicht uns gehören, das tun wir nicht. Ja? Aber das ist alles scheißegal. Also tut's da nicht dann i-Tüpfelchen reiten, sondern Hauptsache er kommt wieder runter, Hauptsache er kommt wieder in ein anderes Muster und er hört mal wieder auf zum Shaken. Ziemlich geil. Also man kann es provozieren und man kann auch das Headshaken dann auch wieder runterkriegen. Das hat mich jetzt 2,5 Monate gekostet an Vollgas für Training, dass ich einen Weg gefunden habe, wie ich es aus dem Shaken wieder rauskriege. Ja, alles weitere zu nehmen, werde ich euch Stück für Stück zeigen. Aber jetzt kümmern wir uns wieder um den Monty, gell? Danke, ciao!